Ey, Omet, ich geh ins Video rein, Bruder. Viel Spaß, Mann. Ey, danke, Bro. Ich hoffe, 1 von 10. Okay, ich sag, wir gehen rein, Chat. Was sagt ihr? Habt ihr Bock? Sollen wir reingehen, Chat? Wir gehen rein. Das ist Omet, 25 Jahre alt und jung. Statt sich darum zu kümmern, eine Familie zu gründen, ist er auf der Suche nach Fallspaß. So, Grund für mein Stehenbleiben ist hier bei dem Kraftfahrzeug ein fehlendes TÜV. Kein Kennzeichen und... Ey, Bruder, ja. Der sagt fehlende TÜV, kein Kennzeichen. Das Auto hat 3 Totalschaden. Und steht im absoluten Parkverbot. Das geht dann so über die Falschparker-App und wird dann so gemeldet, also, dass ich... Oh Gott. Ich bin Kassier Deluxe X. Okay, das geht über die Falschparker-App. Aktenzeichen 47673. Wird wahrscheinlich einen Punkt kosten und 70 Euro. Ist das Ihr Auto? Ha? Ist das Ihr Auto? Nein. Achso, okay. Das steht im Halteverbot. Das steht im Halteverbot. Der fragt einfach irgendein Random, ist das Ihr Auto? Deswegen. Okay. Ist notiert, das wird elektronisch an das Ordnungsamt rübergeschaltet und wir haben unseren ersten Fall gelöst. Gerade als die Schiefnase seine typische Runde abfahren wollte. Ey, ist das Abdi im Hintergrund mit der Stimme, ne? Das habe ich in der Story gesehen. Erkannte sein Wachsommerblick eine Ordnungswidrigkeit. Sie dürfen nicht hier stehen, weil Sie behindern den Fußweg. Ja, der kommt gleich. Ich mach's nur ganz kurz vor. Also wenn ich hier so laufe, muss ich eine Kurve laufen. Deswegen. Also. Der kommt gleich. Da kommt gleich einer? Ja. Wie lange ungefähr? Ja. Wie lange? Einen Moment. Ich anrufe ihn weiter. Okay. Sie fahren dann direkt weiter, ja? Er hat nur... Ey, wie kann er so ernst bleiben? Den Gehweg behindert, deswegen. Okay, sehr gut. Top. Mal Glück gehabt, dass er nur 4-5 Minuten da stand. Weil normalerweise drücken wir auch kein Auge zu bei sowas. Wir beobachten nochmal ganz kurz die Situation. Er muss sich dick lachen verkneifen. Das Lachen so dick verkneifen. Ach geil, ja, ich feier's gerade richtig. Er fährt weg, okay. Da hat der Pizzalieferant, der übrigens sein Arbeitskollege ist, noch Glück gehabt. Das nächste Geschehen erreicht, erblickte der bucklige Kurde die Verfehlung eines Kraftfahrzeuges, wo man selbst als neutraler Beobachter der Situation sagen würde, ja, okay, der hat übertrieben. Also hier wird ja drastisch der Fußweg behindert, weshalb wir bei solchen Fällen vom Ordnungsamt speziell einen Zettel bekommen haben, eine Entfernungsaufforderung. Der Verantwortliche für dieses Fahrzeug wird deshalb aufgefordert, es bis spätestens sofort zu entfernen. Ansonsten droht ein dickes Bußgeld. Ein Punkt und 80 Euro wären es sowieso. Deshalb wird das hier nochmal an die Heckscheibe geklebt. Und unser Job ist hier getan. Eine ganz kurze Frage. Wie lange geht... Ey, Chat, ich hab eine Frage. Wenn man einen Strafzettel wegschmeißt, kann man dann, wird man dann nochmal, also jetzt mal, okay, warte mal ganz kurz. Das ist, glaube ich, jetzt ein richtig dummer Call, Alter. Das ist jetzt, glaube ich, richtig dumm von mir. Du bekommst einen Brief, darfst du nicht. Aber warte mal, okay, dann kommt der per Post. Stimmt, okay. Ihr habt recht. Ja, war richtig dumm von mir wieder. Ach du Kacke. Ich musste, by the way, letztens 150 Euro wegen Blitzer zahlen, geil. Spaß hier noch? Wie? Wie lange geht der Spaß hier noch? Wo? Hier? Ja, das Abladen. Wie lange geht das noch? Weg. Wie lange stehen Sie schon hier? Wie lange stehen Sie schon hier ungefähr? Zwei, drei Minuten. Zwei, drei Minuten, okay. Ich glaube, Sie sehen ja selber, dass Sie den, den Fahrtweg... Ich war 23 zu schnell, Chef. ...sehr stark behindern. Also normalerweise würde ich jetzt die Polizei rufen. Fährt. Wie lange? Zwei, drei Minuten. Okay. Ja, also ich spreche ja nicht für mich, also mir ist es ja völlig... Stellt euch einfach vor, man kriegt auf die Schütze von denen, ja. Egal, aber es geht halt einfach nur um die Autos, die hier tagtäglich rumfahren. Da machen sie mich auf etwas aufmerksam, weil das ist... Aber Bruder, wie parkt der hier auch mit seinem BMW? What the fuck? Digga, wie steht der denn da? Der hasst sein Auto, kann das sein? Bruder, guck mal, Alter. Das ist im Normalfall... Sind das 2 Punkte und der Lappen wäre weg. Normalerweise die Ausfahrt hier muss frei sein. Das stimmt, ja. Der Zollstock. Ah, stimmt. Stark.
Der ist tatsächlich 20 cm drüber. Also er versperrt offensichtlich die Einfahrt. Das ist stark, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, weil das kostet... Das geht nicht, das geht nicht. Stark. Das, wir sind gute Zusammenarbeit. Ja, aber Sie sehen ja jetzt gerade so, also die vier Autos stehen ja wirklich nur, weil sie jetzt gerade so den Fahrtweg behindern. Ne? Eigentlich, ich bin schon fertig, er soll wegfahren. Ja, der wird einen dicken Brief bekommen. Ich habe ihm öfter gesagt, Einfach snitcht der andere auch so krass. Reinfahren, das ist ein Problem. Stark. Ja. Es gibt halt einfach Gesetze hier in diesem Land, die gelten. Minuten, habe ich gesagt, ich fahre das auf, du kannst wegfahren. Seine nicht notwendige Arbeit erledigt der Geheimratsecken besitzende Student mit Bravour und macht sich nun auf zur nächsten Station. Die Digga, dieses Fahrradfahren, richtig wie so ein Student. Eckenbesitzende Student mit Bravour und macht sich nun auf zur nächsten Station, die Nürnberger Innenstadt. Dort angekommen arbeitet schon sein Lehrling Felix, dem ebenfalls jeglicher Frauenkontakt fehlt, bereits vor. Ah, hi, servus. Freut mich sehr. Ja, das ist ein klassischer 316er, ne? Klassischer 316er. STVGO 875 16-3. Fahrzeughalter nicht in Sicht. Ja, guck mal. Können wir keine Ausnahme machen, steht hier völlig auf dem Gehweg. TÜV ist noch vollständig, ist noch aktuell. Macht laut Paragraph 67 55 Euro plus die Bearbeitungsgebühr. Felix, weißt du, wo der hätte parken dürfen? Erzähl's mir. Hier. Da darf er parken, der hat sie da noch auf dem Bild drauf. Unglaublich. Bruder, hast du gesehen, der Anzeigenhauptmeister ist heute in FFM? Was? Ist er wirklich? Warte mal, ist er wirklich, Chat? Der Anzeigenhauptmeister in FFM gesichtet. Oh mein Gott, er ist wirklich in Frankfurt, Chat. Er ist in Frankfurt, Chat. Streamsnipe ihn kurz davor. Hier nicht. Chat, der ist lebensmüde, ne? Wenn er in Frankfurt so Faxen macht, ich glaube, drücken ihm ein Ding. Gut. Wir machen weiter. Ja, auch am Hauptmarkt sind Straftäter von dem ungefährlichen Duo. Mach ihr Elstream, wie du ihn packst. Dass sie hier nicht stehen dürfen, das muss ich ihnen, glaube ich, nicht sagen, oder? Ja. Weil sie hier definitiv den Fußweg behindern. Okay. Weil wenn ich so laufe. So. So, dann muss ich ja hier einmal durch. Okay. Wie lange bleiben Sie noch hier? Ich fahre jetzt. Wie lange waren Sie hier? 10 Minuten vielleicht, wenn überhaupt. 10 Minuten? Wenn überhaupt. Das ist ein 17er. Ja. Paragraph 17 Strafverkehrsordnung. Das ist ein 17er, leider, ja. Sind das 55 Euro plus 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr? Ja, ich sage ja, wenn überhaupt. Ja, aber ich habe doch nur mein Kind zum Ballett gebracht. Das ist an sich egal, was Sie gemacht haben oder wo Sie es gemacht haben. Es geht einfach darum, dass der Fußweg hier nicht behindert werden darf. Jetzt weiß ich, weil ich habe gedacht, das wäre überhaupt kein Problem, weil auch Fahrräder hier. Die armen Leute, also das ne? Das tut mir auch richtig leid für die Leute, wenn ihr das so ernst nehmt, wisst ihr? Mehr Behinderung. Komm. Das ist doch wirklich mehr Behinderung, Leute. Kannst du mal kurz die Fahrräder da filmen? Ja, wirklich, er macht das richtig gut. Das sind unsere Fahrräder. Okay, das ist wirklich mehr Behinderung. Ich hab echt gedacht, das ist kein Problem, weil ich habe das so hier an den Rand, an die Ecke. Weil das sind ja auch Parkplätze für Praxis. Genau, okay. Und ich wollte jetzt wieder weiterfahren. Das klingt plausibel, okay. Macht er das im Namen der Stadt? Nein, darf er ja nicht. Normalerweise drücken wir kein Auge zu, Chef. Okay. Aber... Falls Sie einen Fünfer jetzt stecken haben, können Sie mir den geben, dann wird das nicht weitergeleitet. Nein. Können Sie mich drauf verlassen? Nee, können Sie drauf verlassen, ja. Nein. Na, ich guck mal. Der zieht dem noch einen Fünfer ab. So, hallo. Digga. Hallo. Er hat safe gesagt, nee. Guck mal den jetzt. Guten Tag. So, Sie wissen sicherlich. Der wurde einfach auf dem Fahrrad angehalten. Ey, Bruder, wie anstrengend. Oh, hallo. Guten Tag. Ach, Bruder, so, wirklich. Die wissen sicherlich, warum ich sie anhalte. Mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone fahren. Sind 33,50 Euro plus 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr beim Ordnungsamt. Muss ich leider melden. Darf ich nicht durchfahren? Dürfen Sie leider nicht durchfahren. Sie haben bereits hier schon... mit Dior-Kappe-Chat so richtig seriös. Mit so einer Dior-Cap. Auf dem Pflaster... rückwärts. ...steinen. Bereits eine Straftat begangen. Bußgeld, Katalog. Es ist keine Straftat, Junge. Keine Straftat. Es ist eine Ordnungswidrigkeit. Es ist eine Ordnungswidrigkeit. Haben Sie recht? Straftat, wo kommst du her? Ich melde es nur dem Ordnungsamt. Aha. Ich bin selber nicht im Namen vom Ordnungsamt. Aber wirklich nicht meldest du irgendwas, weil du bist keine Polizei, oder? Also, spiel los. Wie sauer. Kurze Sache. Ganz kurz. Die Musik nicht hier in der Stadt, bitte, okay? Nicht hier. Jetzt bitte auch ausmachen. Ne? Moment, hat einfach null Aura gerade. Ja.
Das war ein erfolgreicher Tag für das Loser-Duo. Das Loser-Duo. Freunde, das war's mit dem Video. Danke an Felix fürs Mitmachen. Für Teil 2 gerne mir schreiben. Und ganz wichtig, ich verlose diesen Helm hier. Ne? Den Helm könnt ihr gewinnen. Einfach Soldat kommentieren unten in die Kommentare. Und dann habt ihr die Chance, einen Helm zu gewinnen. Bis dahin, haut rein. Ciao, danke fürs Anschauen. Ciao, ciao. Hast du Wimper? Ich hab Spaß, ich hab Spaß. Uns juckt das gar nicht. Wir machen so einfach nur so ein bisschen, um Leute zu nerven. Und das sind unsere Fahrräder, die da stehen. Wir haben gar keine Aufgabe. Stark schon, ich küsse dein Herz. Ey Chat, geht auf das Video, lasst ein Like, einen Kommentar und ein Abo dabei. Omet, Digga, hat es verdient, bester Mann. Bruder, er hat das so schnell direkt umgesetzt, so schlau.